Ihr seid auf der Suche nach den billigsten Ultimate Team Coins bzw. FIFA Points? Dann checkt auf jeden Fall gerne den ersten Link unten in der Beschreibung aus zu meinem Sponsor Golda und spart dort dann nochmal mit dem Code DGTV 3% bei eurem Einkauf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn man sich die Kommentare der letzten Spielerkarrierefolge anguckt, dann sticht vor allem ein Wort ziemlich heraus, nämlich Wechsel. Kommentare mit über 200, 300, 400 Likes, in denen drin steht, dass wir Arsenal verlassen sollen. Und das nicht nur einmal, sondern hunderte Male in den Kommentaren. Ich selber bin nicht gerade der zufriedenste mit dem FC Arsenal. Die meisten von euch Zuschauern da draußen scheinen auch nicht gerade mehr viel Lust auf Arsenal zu haben. Und jetzt stellt sich eben die finale Frage, dürfen wir überhaupt von Arsenal wegwechseln? Um diese Frage beantwortet zu bekommen, müssen wir wohl oder übel zur Arsenal-Geschäftsstelle fahren und dort ein ernsthaftes Gespräch mit Vereinsvorstand, Vereinsgeschäftsführer und natürlich dem Trainer Arsène Wenger führen. Und was bei diesem Gespräch herausgekommen ist, sehen wir dann gleich beim Gameplay wieder. Und bei diesem Gespräch ist herausgekommen, dass man sich bei Arsenal noch gar nicht sicher ist, ob man Dennis DGTV wirklich verkaufen möchte oder behalten möchte. Wenn ihr oben rechts in der Ecke auf das i klickt, auf die Infokarte, dann könnt ihr auch nochmal gerne abstimmen, weil ich würde das Ganze gerne auch schwarz auf weiß haben, zwar viele Kommentare und so, aber ich denke mal, das waren ja nicht alle Leute, die jetzt die Spielerkarriere verfolgen, deswegen ihr findet oben rechts in der Ecke das i, die Infokarte und die Abstimmung, ob wir Arsenal verlassen sollen oder nicht. Übrigens waren die meisten Leute in den letzten zwei Tagen so, wo ist Dennis, wo ist Video? Übrigens, für die Leute, die fragen, wo die letzten zwei Tage die Videos waren, jetzt haltet euch fest, Leute, es kommt die krasseste Story aller Zeiten. Haltet euch wirklich fest. Ich hatte einfach keine Zeit. Ja, tatsächlich, als YouTuber mal keine Zeit für Videos, unglaublich aber war, zwei Tage jetzt eben, aber ab dem heutigen Tag geht es langsam aber sicher auch mal wieder weiter mit dem normalen Videofluss. Was mir viele Leute unten in die Kommentare geschrieben haben bezüglich Champions League Spiele, beziehungsweise wenn wir halt mal nicht eingesetzt werden, dann sollte man doch immer das Spiel vorher überspringen und ich will ganz gerne schon topfit sein für das Spiel gegen Manchester United, das heißt wir werden gegen Burnley, das EFL Cup Spiel ist es, einfach mal Kalender simulieren und dann sehen wir uns gleich wieder beim Spiel gegen Manchester United. So, ansonsten würde mich natürlich euer Support auf die heutige Folge wieder freuen, wir gehen rein ins Manchester United Spiel, packen wir 3000 Likes auf die heutige Folge der Spielerkarriere, wäre mal wieder übertrieben fett von euch, wenn wir das Ganze wirklich packen sollten und dann sehen wir uns gleich im Old Trafford wieder. Man United gegen den FC Arsenal. Bis gleich. So, zwei Tage keine Spielerkarriere mehr aufgenommen. Falls ich heute absolut verkacken sollte, habe ich ja immer eine Ausrede parat. Wir gehen rein ins Spiel und sehen uns in Szene Nummer 1 wieder. Da gehen wir drauf! Ups. Ja, moin. Offensiv schwächste Mannschaft. 13 Tore. Offensiv schwächste Mannschaft. 13 Spiele, 6 Gegentore. Ja, die Gegentore haben jetzt aber auch nicht gerade viel mit der Offensive zu tun, wa, EA? Oh, oh, nein, Kojeni. Wie kann man da den Ball verlieren, Kojeni? Oh nein, Martial, Martial. Oh, da wäre fast das 1-0 für Manchester United gewesen. Ja, hier, Özil, Özil. Nein, du solltest nach oben. Nee, Leute, Mesut Özil ist schon wieder so eine Pflaume, Alter. Da laufe ich nach oben und er spielt ihn nach unten. Warum auch immer? Was ist denn das für eine Logik? Fake Shot vor Bayern, Smalling. Unten ist doch der Platz. Was ein genialer Pass von mir auf Alexis Sanchez. Komm schon, spielen zurück. Jawohl, kommt nachhin, abgefälscht. Özil nochmal. Özil nochmal. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Erste Halbzeit vorbei. Jetzt in 45 Minuten eine Torchance ist nicht das Wahre. Wir sind ziemlich im Rucksack bei Manchester United und können froh sein, hier nicht hinten zu liegen. Aber okay, wir gehen rein. Zweite Halbzeit. Vielleicht läuft's ja jetzt besser. Momentum vom Ende der ersten Halbzeit mal mitnehmen und vielleicht ein Tor machen. Wäre ja mal gar nicht schlecht, oder? Und da spielt mir Özil wieder wirklich diesen Ball, den ich nicht gebrauchen kann. Den ich auch nicht fordere oder so. Er spielt ihn mir einfach. Warum? Ich verstehe das nicht. Ich meine, das ist Mesut fucking Özil. Der kann doch mal irgendwie alleine was auf die Beine bekommen. Muss mir doch nicht jedes Mal den Ball zuspielen. Vor allem, wenn ich ihn nicht mal haben will in so einer Situation. Da bringt der 3-Meter-Pass auch nicht viel ein. Oh, Mann, Mann, Mann. Ey, Mann, Mann. Es ist so dermaßen lächerlich. Ich komme einfach nicht an mehr als einem Verteidiger vorbei heute. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass es Manchester United ist. Oder liegt es vielleicht daran, dass meine Teamkollegen hier nichts nach vorne spielen. Nein, die wollen auch, glaube ich, gar nicht nach vorne spielen. Die wollen hier einfach das 0-0 mitnehmen und gut ist. Tabellenführer nennt sich sowas. Komm schon, was? Ein Pass auf Özil. Und dann haut er den so daneben, ey. Oh mein Gott, Mesut Özil, du kannst noch 5 Meter laufen. Da kannst du ihn reinmachen, ohne Probleme. Und dann macht er sowas. Nee, Leute, ey, das ist nee. Da bist du schon wirklich der Underdog in so einem Spiel. Hast so eine Chance. Und Mesut Fischauge Özil schafft sich mal, den Ball ins Tor zu befördern. Ey, kann doch gar nicht wahr sein, Mann. Ich komme nicht mal darauf klar, dass wir Tabellenführer sind so. Ich meine, haben wir gerade wie ein Tabellenführer gespielt? Nein, 2 Torschüsse in 90 Minuten. Ist jetzt nicht gerade das Wahre für einen Tabellenführer. Yep, und genau wegen solchen Spielen wollen die Zuschauer und will ich eigentlich Arsenal verlassen.
Passend zur Zeit, Wochen vor dem Start der Wintertransferphase, kurz bevor der Transfermarkt eben wieder eröffnet wird, brodelt die Gerüchteküche erneut auf. Eines der heißesten Gerüchte soll ein Comeback von Dennis DGTV, der ja momentan beim FC Arsenal unter Vertrag ist, zurück zum FC Bayern München sein. An den Stürmerdiensten des 21-Jährigen sollen aber auch unter anderem Namen wie Real Madrid, der FC Barcelona, Juventus Turin oder Paris Saint-Germain Interesse haben. Als Ex- und Jugendverein soll der FC Bayern München aber die besten Karten im Kampf um Dennis DGTV haben. Was mit der Zukunft des 21-Jährigen passiert, wird, ob es das Comeback beim FC Bayern München gibt oder vielleicht ein weiteres Engagement im Ausland. Bei Barcelona, Real Madrid, Juve oder Paris Saint-Germain sind natürlich alle sehr interessante Stationen, werden wir in den nächsten Wochen mitbekommen. Das waren die Sky Sport News für heute. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ihr habt es richtig gehört, der FC Bayern München scheint Interesse an uns zu haben und wir versuchen jetzt einfach mal einen Transfer anzufragen und schauen dann mal, was Arsène Wenger zu unserer Anfrage sagen wird. Erst einmal bekommen wir natürlich wie immer diese typische Nachricht, dass er sich den Transfer überdenken muss, ganz in Ruhe mit dem Vorstand das Ganze besprechen muss und uns dann letzten Endes die Entscheidung mitteilt. Champions League Spiel gegen Spartak Moskau, lass mich raten, ich bin nicht dabei. Hä? Ist das gerade ein Bug, Leute? Wir stehen in der Startformation. Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Ich glaube, das Spiel ist einfach broken. Wir stehen tatsächlich in einem Champions-League-Spiel in der Startformation. Okay, das lässt natürlich mal wieder Türen offen. Ich meine, die Champions-League war ja ein Grund, Arsenal zu verlassen, wenn wir nicht spielen. Wenn wir jetzt aber immer wieder spielen, dann würde ich natürlich, ich weiß nicht, dann wäre halt quasi ein Punkt. Ich weiß nicht, das öffnet jetzt natürlich wieder so gewisse Türen, weil ich meine, Champions League spielen, das war natürlich ein Grund, Arsenal zu verlassen, wenn wir nie eingesetzt werden. Aber wenn wir jetzt in der Zukunft jedes Champions League Spiel von Anfang an spielen sollten, dann wäre schon mal ein Punkt, Arsenal zu verlassen, von der Liste weg. Aber gut, wir gehen rein ins Spiel und sehen uns in der ersten Szene wieder. Bis gleich, Spartak Moskau, Champions League, der FC Arsenal. Bis gleich. So, dann hoffe ich aber mal wenigstens, dass das Spiel besser läuft als gerade eben gegen Manchester United. Das war ja gerade schon ein kleines Trauerspielchen. Jetzt aber hoffentlich in der Champions League mal mit einer sehr guten Leistung zum Start, dass wir natürlich Arsène Wenger davon überzeugen können, immer in der Champions League von Anfang an zu spielen. Wir sehen uns in der ersten Szene wieder. 2000 years later. So Leute, das war mal wieder das typische Spiel in der Arsenal-Spielerkarriere, wo ich mir denke, warum bin ich überhaupt bei diesem Drecksverein gelandet? Wirklich, warum bin ich bei Arsenal gelandet? Da, schaut's euch an, ein Torschuss in 90 Minuten. Ein verkackter Torschuss von Mesut fucking Özil und der ist nicht reingegangen, weil Özil einfach nichts kann. Wirklich gar nichts. Ich meine, wenn man sich mal so die durchschnittlichen Noten von den Arsenal-Spielern anguckt, Sanchez 6,4, Chamberlain 6,1, das sind so die typischen Noten. Und glaubt mir, Leute, das ist nicht hochgegriffen. Diese Noten sind alles andere als hochgegriffen. Die spielen sogar schlechter als 6,1 oder 6,4. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, diese zwei Tage ohne Spielerkarriere waren wirklich die entspanntesten Tage meines Lebens. Ich weiß aber auch nicht, was sich daran ändern soll. Es hat ja wenig mit mir zu tun. Es hat eher damit zu tun, dass die ganze KI, ich weiß nicht, man kann ja diese Slider umstellen, aber ich weiß nicht, wie ich die umstellen soll. Ich glaube, man kann ja einstellen, dass die KI mehr nach vorne spielt und so. Kein Transfer für Dennis DGTV, geile Nachricht. Vielleicht spielt ja jemand von euch da draußen einen Spielerkarrieremodus und hat irgendwie gute Einstellungen oder so, dass die KI auch mal wirklich mehr nach vorne spielt, weil es kann halt wirklich nicht immer sein, dass ich alleine gegen 3, 4, 5 Verteidiger mich durchsetzen muss und die ganzen Arsenal Angreifer, in Anführungszeichen, sagen wir mal ganz vorsichtig noch Angreifer, dass die einfach irgendwo im Mittelfeld rumgammeln. So ein Sanchez ist nie vorne oder Mesut Özil. Nur Chamberlain ab und an mal so im Spiel gerade gegen Spartak Moskau, aber ansonsten ist das halt nicht gerade viel vorne. Und wegen solchen Spielen habe ich eben nicht wirklich viel Bock auf Arsenal, deswegen werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach den Verein verlassen. Bei Dortmund war es ja vielleicht die Dreierkette, die defensiv das Ganze so ein bisschen gehandicapt hat. Bei Arsenal ist es einfach, dass vorne nichts funktionieren möchte. Es will vorne nichts funktionieren. Da ist man wirklich als Stürmer gefühlt komplett vorne auf sich alleine gestellt, weil die drei hinter uns, Özil, Chamberlain und Sanchez, einfach nie mitmachen. Und daraus resultiert eben gut und gerne ein Torschuss pro Spiel, aber gut, vielleicht mit Motivation. Das war letzte Folge genauso. Zweimal 0-0 gespielt und dann einmal mit Motivation reingegangen. In dem Fall ist es Manchester City. Wird ein hartes Spiel werden, aber vielleicht erzielen wir jetzt auch plötzlich aus dem Nichts zwei Tore. Wir sehen uns gleich im Spiel wieder. So, Konzentration, voller Fokus jetzt auf das Spiel gegen Manchester City. Wir sehen uns in der ersten Szene wieder und diesmal wird es hoffentlich erfolgreicher als die letzten zwei Spiele. Nein, kommt schon. Arsenal jetzt verteidigen könnte er. Das ist ja die Sache. Das konnte Dortmund nicht, aber vorne müssen wir noch mal ein bisschen nachlegen, habe ich so das Gefühl. Ja, moin, dieser Moment, wenn Leicester City immer noch auf Meisterkurs ist. Oh, wie wir an Otamendi vorbeigekommen sind. Langes Eck und da ist das Ding drin. Ich habe den gar nicht drin gesehen, Leute. Da ist das Ding drin. 22. Minute. Ich habe es euch gesagt, Leute.
motiviert in die Spiele reingehen, dann funktioniert es vielleicht. Aber man muss natürlich auch immer die zwei Abfuck-Spiele pro Folge haben, damit man wenigstens ins letzte Spiel motiviert reingehen kann. Schaut euch an, was das für ein Ding war. Das war ein Ding, Joe Hart ohne Chance. Nur mal sagen, kann man mal so stehen lassen, das Tor, oder? Ist das 19. Saisontor? Kann man auch stehen lassen, die Zahl? 9 Tore jetzt in einer Saisonhälfte. Ist ganz ordentlich für die Premier League. Da erzählt man jetzt sowieso nicht die 30, 40 Tore wie in der Bundesliga oder eben in der La Liga. Aber 9 Tore ist schon ganz ordentlich. Vor allem dafür, dass wir eine Zeit lang nicht gespielt haben und wir bei Arsenal spielen. Das soll jetzt auch nicht so herabstufend auf Arsenal wirken. Okay, die sind dann echt ziemlich scheiße. Die sind in der Spielerkarriere ziemlich scheiße. Okay, soll doch ein bisschen herabstufend wirken. Mesut Özil, och man, schade. Diesmal muss ich sagen, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Aber wenn er da wirklich alleine bei dem Spiel gegen Sparta Moskau vorm Tor steht und den da nicht reinmacht, dann kann man sich schon ein bisschen beschweren. Durchlaufen, schießen und Joe Hart hält den Ball. Schade. Also gegen City scheint es mal wieder besser zu laufen. Ich weiß nicht, warum immer das dritte Spiel an der Folge gut laufen muss und die vorherigen zwei eben nicht. Aber vielleicht ist es auch immer diese Sache motiviert und ein bisschen mehr konzentriert ans Spiel reingehen. Vielleicht bringt das wirklich was. Vielleicht sollte ich mal das nächste Folge wirklich für die ganze Folge probieren. Durchstecken, jawohl, Elneny. Starker Pass, langes Eck. Oh Mann, das gibt's nicht. Joe Hart scheint heute echt gut drauf zu sein. Erste Halbzeit vorbei, deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Spartak-Spiel. Ich weiß es nicht, immer wenn ich mir denke, jetzt gehen wir mal wirklich mit mehr Fokus und mit ja weniger Rage jetzt ins Spiel rein, spielt doch plötzlich die Arsenal-Mannschaft voll gut. Also das ist diesmal wirklich von allen, auch von Özil, von dem Sanchez, von Chamberlain und wie sie nicht alle heißen, ist auch mal wirklich von denen ein besseres Spiel. Also freut mich. Vielleicht muss man das, wie gesagt, einfach auf eine ganze Folge übertragen. Dann funktioniert es auch vielleicht mal wirklich drei Spiele über eine Folge lang. Ja, durchsetzen. Oh mein Gott, nein, der trifft die Latte. Das gibt's doch nicht. Nein, Joe Hart war geschlagen. Och Mann, ich hätte schon hier einen Hattrick erzielen können in dem Spiel. Aber das Spiel will's, glaube ich, einfach nicht. Was ein Pass auf Chamberlain. Komm schon. Chamberlain, gute Flanke auf Ramsey. Oh mein Gott, wir sind so kurz vor dem 2-0 und kriegen es einfach nicht geschissen, den Ball ins Tor zu bringen. Spiel ist vorbei und da stellt sich mal wieder die Frage, wenn nicht die GTV, wer dann? Mal wieder das Siegtor erzielt, mal wieder mit Abstand der beste Spieler gewesen heute auf dem Platz. Hat wirklich sehr gut funktioniert, aber man muss natürlich auch diesmal Lob an die Teamkollegen aussprechen. War diesmal auch ein gutes Spiel von zum Beispiel einem Özil und von Sanchez und wie sie nicht alle heißen. Also kann gerne in der Zukunft öfters so laufen. Also Joe Hart hat da wortwörtlich Manchester City schon ein bisschen in den Arsch gerettet. Wären die ganzen Bälle, die wir da aufs Tor gefeuert haben, draufgegangen, wäre es auch mal gut und gerne ein 3 oder 4-0 geworden. Und tatsächlich, er hat uns auf die Transferliste gesetzt. Arsene Wenger hat uns ja das grüne Licht gegeben, beziehungsweise auch der Vorstand. Ziemlich gute Nachricht. Mal schauen, was dann in der nächsten Folge so transfermäßig abgehen wird. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und ciao.